Hallo und herzlich willkommen in der neuen Season mit euren Rob auf dem Kanal der Multiplayer-Wander. Und zwar geht's heute gegen ein Protoss. Ich muss mich erstmal wieder ranken für die neue Season. Ein ZVP. Was kann man schönes mal spielen? Schauen wir mal. Gut, Lacke Pfand können wir noch wünschen. So. Die Drohne geht dann scouten. Als nächstes dann der Overlord. Es gibt jetzt oft Leute, die spielen jetzt Proxy Hedge, um den Protoss ein bisschen zu ärgern. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel bringt. Schau ich mir mal an, mal gucken. Können wir theoretisch mal probieren. Aber es ist halt eine riesen Map. Weil der Protoss wird meistens hier dann Exe First spielen, wenn er dann da den Creep hat, ist das hinderlich für ihn. Komm, der Scout. Hier ist mein Scout, sein Scout lebt noch, mein Scout lebt auch noch. Keine Echse. Okay, das ist irgendwo halt ziemlich lange gewartet. Okay, möchte ich das so machen? Dann machen wir das genauso. Wir brauchen eine Proxy Hedge. So, jetzt könnte ich schon Linge bauen. Bauen wir mal 4 Stück. Und der scoutet mal hier lang. Overlord muss kommen. Katze muss mal aus dem Bild gehen, bitte. So, da kommen die ersten Linge. Greift mit zwei Sonden an. Das kann ruhig machen. Jetzt kommt der Berserker noch dazu. Hm, breche ich sie ab. Sollte ich eigentlich machen. Wir brechen sie ab. Und Echsen zu Hause. Holen weiter hoch. Weil wir haben übelst wenig Drohnen jetzt. Okay, er baut immer mehr Berserker. Mit Linkspeed müssen wir eigentlich immer reingucken. Aber das dauert noch ein bisschen. Erstmal jetzt ein Overlord. Okay, wir haben abgescoutet, nirgendwo beim Proxy. So, dann drohen wir noch ein bisschen hoch. Dann haben wir den Speed. Jetzt haben wir Speed. Hatte ich eine Overlord gebaut? Ja, hatte ich gebaut. Okay. Wir sollten dann schon mal die dritte nehmen. Die nehmen wir dann hier vorne. Gucken wir mal mit den Linken vor. Was denn uns so erwartet? So, und runden wir noch ein bisschen hoch. Gate, Gate, Gate. Nummer 2 Linge, mal rein scouten. Okay, ich komme nicht rein. Robo kommt dazu. Gate, Robo, Push oder was? Oder natürlich zum Droppen. Mehr TT-Drops spielen. Was will denn spielen? Ich brauche mal unbedingt das Speed Upgrade für die Obis. Und hier wollte ich die Queen und nicht dort. Sehr schön da. Weitere Drones, weitere Injects. Noch ein bisschen mehr Map Vision wäre nicht schlecht. Mal schnell durchscouten lassen. Weiter hochdrohen. Queen kommt, dritte kommt. Wir müssen auf Hydras tacken. Sollten wir gleich machen, wenn wir das Speed durch haben. Nicht genügend
Roaches dazu. Mehr Drones dazu, Metamorphose abgeschlossen, einmal reinscouten. Was denn hier so Schönes gibt. Okay, da kam das Bob Prisma. Ich sehe schon, der Oberlord ist wieder nur in der Gruppe. Richtig geil. Warum auch immer. Wir brauchen mehr Overlords. Will er Mass Warp inspielen? ...50.000 Gates gebaut, Wahnsinn. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. So, hier vorne sind wir halt nicht sicher und Creepspread bräuchte ich auch noch und noch eine Queen bräuchte ich. Und vor allem erstmal Overlords. Oh ja, Mass Berserker All In. Sieht sehr schlecht aus für mich. Theoretisch habe ich es auch gescoutet, aber es sind so viele. Und da kommt der nächste Schwung. Kämpfen wir doch besser hier jetzt, oder? Sollten wir eigentlich, aber sind zu viele. Es sind zu viele und da kann ich wieder reinwerfen. Ja, GG. Das ist vorbei. Können wir rausgehen und mal gucken, was wir gerankt sind. Also so gut fand ich das Spiel jetzt gerade eigentlich nicht. Wir sind Dia 3 gerankt, ja, wie immer halt, was war er sonst so? Ach nein, das möchte ich gar nicht ablehnen. Ja, okay, danke. Jetzt weiß ich nicht mehr, was er war, aber wir sind Dia 3 und ich würde sagen, passt eigentlich, für mehr reicht's jetzt zurzeit noch nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns in der Endcard, bis dahin, tschüssi, euer Rob. Und das war's dann auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder bei uns einschaltet. Wer nichts verpassen will, kann natürlich wie immer kostenlos unten links abonnieren. Oben rechts sind Stockwap-Projekt, unten eines anderen Projekte. Bis dahin, schaltet auch wieder morgen bei uns ein und tschüss, euer Rob.